Ja, hallo liebe Kinder. Mein Name ist Joachim Friedrich und wenn mich jemand fragt, was mein Beruf ist, dann sage ich immer, ich schreibe Aufsätze. Denn das, was ich mache, ist eigentlich nichts anderes als das, was ihr in der Schule macht. Nur meine Aufsätze sind ein wenig länger als eure und die werden zwischen zwei Pappdeckel gedruckt, aber eigentlich ist es nichts anderes. Ich habe mir das nie vorstellen können als Kind, dass das mal mein Beruf sein würde. Ich habe zwar gerne gelesen, ich habe auch gerne Geschichten erzählt, nur zum Schreiben war ich viel zu faul. Aber das hat sich geändert, als ich erwachsen wurde und darüber bin ich sehr froh. Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte oder aus der ich heute etwas vorlesen möchte, die Idee dazu hatte ich, als ich eines Tages am Bahnhof stand. Da habe ich auf den Zug gewartet und wie das meistens so ist, wenn man auf den Zug wartet, schaut man sich so ein bisschen um. Und da sind mir Tiere aufgefallen, genauer gesagt Tauben. Und da habe ich mir überlegt, die Tauben, die so am Bahnhof leben, das sind wahrscheinlich so die Gesetzlosen unter den Tauben. Wahrscheinlich gibt es an jedem Bahnsteig so eine Taubengang, die sich gegenseitig auch bekämpfen. Und es gibt natürlich auch noch andere Tauben, zum Beispiel Tauben, die bei Menschen leben, Zuchttauben. Die sind wahrscheinlich ein wenig eingebildet. Und dann gibt es natürlich auch noch Tauben, die in der Wildnis leben, auf den Feldern, in den Wäldern. Und es gibt sogar ganz, ganz wertvolle Tauben. Mir hat mal jemand erzählt, es gibt Tauben, da kostet eine einzige Taube 100.000 Euro und mehr. Aber um diese Tauben geht es in meiner Geschichte natürlich nicht, sondern es geht um Bahnhofstauben. Genauer gesagt um zwei, nämlich Billy und Pommes. Das sind sie, die furchtlosen zwei von Bahnsteig 3. Billy, das ist der etwas schlankere von den beiden, erzählt die Geschichte. Und Pommes, der etwas rundlichere, ist sein bester Freund. Viel will ich von der Geschichte nicht erzählen, sondern ich fange einfach mal von vorne an zu lesen. Ist ja immer ganz gut, ne, wenn man ein Buch von vorne beginnt. Hey Billy, da ist er wieder. Das schwarze Monster, raunte Pommes mir zu. Ich nickte. Bestimmt hat er sich wieder irgendeine Gemeinheit ausgedacht. Pommes und ich saßen schon seit dem Sonnenaufgang auf unserem Lieblingsplatz, von dem wir nicht nur unseren Bahnsteig, sondern den ganzen Bahnhof gut überblicken konnten. Eigentlich war uns langweilig, aber auf die Abwechslung, die nun drohte, hätten wir gern verzichtet. Das schwarze Monster war ein Weichschnabel, wie wir Tauben die Menschen nennen. Wie alle Weichschnäbel trug er Kleider, allerdings immer nur schwarze. Er war jeden Tag auf unserem Bahnsteig, lief herum, zeigte den anderen Weichschnäbeln, in welchen Zug sie einsteigen mussten und erzählte ihnen etwas, wenn sie Fragen hatten. Vor allem aber hasste er uns Tauben. Immer wieder beschimpfte er uns, schlug nach uns oder versuchte sogar eine von uns mit einem Wurfgeschoss zu treffen. Und auch dieses Mal sah es wieder so aus, als hätte er es auf uns abgesehen. Mit vorsichtigen Schritten näherte er sich zwei Mitgliedern unserer Gang. Er hatte etwas in der Hand, das verdächtig nach einem Stock aussah. Die beiden Jungs machten sich gerade über ein paar Krümel her, die Weichschnäbel fallen gelassen hatten. »Hey Jungs«, brüllte ich aus vollem Hals, »mach den Abflug, das schwarze Monster ist hinter euch!« Doch die beiden hörten nicht. »Wir müssen ihnen helfen«, entschied ich. Pommes schüttelte den Kopf. »Manno, wie denn?« Ich sah ihn an. »Kackattack!« Mein bester Freund riss die Augen auf. »Kackattack, jau!« Als Taube, die im Bahnhof lebt, muss man sich zu wehren wissen. Gegen manche Weichschnäbel, gegen die Banden von den anderen Bahnsteigen, gegen Krähen und manchmal sogar gegen Katzen oder Ratten. Die Kackattack hatte ich mir zu meiner Verteidigung ausgedacht. Dazu braucht man zwar ein wenig Geschick, aber dafür ist sie besonders wirksam. »Wir haben nur einen Versuch und der muss sitzen«, rief ich Pommes zu, während wir uns zwischen den heimtückischen Drähten, die über den Bahnsteigen gespannt waren, hoch über den Bahnhof schraubten. Als wir die richtige Höhe erreicht hatten, hielten wir inne und sahen hinunter. »Du fliegst ihn von vorne an und ich von hinten«, entschied ich. »Und denk dran, nicht zu früh feuern, erst kurz bevor du ihn überfliegst.« »Anno, ich mach das nicht zum ersten Mal«, entgegnete Pommes.
Damit ging er in den Sturzflug über und ich folgte ihm. Das Schwierigste an der Kackattack ist, im richtigen Augenblick den Sturzflug abfangen, sich in die richtige Position bringen und feuern. Leider zielten wir nicht genau genug. Unsere Geschosse landeten nicht auf dem Monster, sondern kurz davor und kurz dahinter. Aber das reichte, um unsere Freunde auf ihn aufmerksam zu machen. So konnten die sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ich wollte mich schon freuen, aber dann sah ich mit Entsetzen, dass Pommes in vollem Tempo erneut auf das Monster zuraste. »Pommes, Rivi, was machst du denn da?« »Mann, oh«, kreischte er, »ich habe noch zu viel Speed drauf.« »Dreh ab«, brüllte ich aus vollem Hals. Er schaffte es im letzten Augenblick. Allerdings stieß er dabei gegen die schwarze Mütze des Monsters und fegte sie ihm in hohem Bogen vom Kopf. »Ihr elenden Mistviecher«, rief er meinem Freund hinterher und warf den Stock nach ihm. Zum Glück verfehlte er ihn. »Daneben«, rief Pommes, was der Weichschnabel natürlich nicht verstand. »Pommes, Pommes, ey, du hast echt nicht mehr alle Körner im Kopf«, rief ich meinem Freund zu, als wir auf unserem Lieblingsplatz landeten. »Warum bist du denn so dicht an das Monster herangeflogen?« Mein Freund warf mir einen verlegenen Blick zu. »Manu, war keine Absicht, ich war einfach noch zu schnell. Und da habe ich die Kurve nicht rechtzeitig gekriegt.« Ich knuffte ihm in die Seite. »Vielleicht solltest du nicht ganz so viel futtern?« Pommes wollte etwas erwidern, riss dann aber nur die Augen auf und flüsterte. »Auweia, der sieht aber wütend aus. Ich glaube, jetzt gibt's Ärger.« Ich folgte seinem Blick und erschrak ebenso wie er. Unser Boss kam auf uns zugehumpelt. Er hatte seine Federn aufgeplustert und die Art, wie er uns aus seinem Auge anstarrte, verhieß nichts Gutes. Boss hat schon viel erlebt. Er hat nur noch ein Bein und ein Auge. Das Bein hat er an einem der heimtückischen Drähte der Weichschnäbel verloren und das Auge im Kampf mit einer Krähe. Aber er ist der Boss. Niemand von uns würde ihm die Stellung je streitig machen. »Sag mal, habt ihr sie noch alle?« schnauzte uns gleich an. »Was habt ihr euch dabei gedacht? Wahrscheinlich gar nichts, wie ich euch kenne.« »Wir wollten nur unsere Kumpels retten, Manu. Ich mein Boss«, erwiderte Pommes kleinlaut. »Die können selbst auf sich aufpassen. Wir haben schon genug Ärger. Da müsst ihr es mit euren beknackten Aktionen nicht noch schlimmer machen.« »War aber eine bekackte Aktion«, verbesserte ich ihn. Pommes pustete los, aber ein Blick von Boss ließ ihn zusammenzucken. »Treibt es nicht so bunt, Jungs. Ich warne euch.« Eine Weile saßen wir danach schweigend nebeneinander, beobachteten unsere Freunde, die Banden der anderen Bahnsteige, die ein- und ausfahrenden Züge und die Weichschnäbel, die mit ihnen ankamen oder wegfuhren. Schließlich seufzte Pommes auf. »Wenn wir keinen Spaß mehr haben dürfen, wird's noch langweiliger als sonst sowieso schon. Außerdem habe ich Hunger, nicht ein Weichschnabel mit Pommes auf dem Bahnsteig.« »Ach, vielleicht kommt ja bald noch einer«, versuchte ich ihn zu trösten. Tja, dann kommt tatsächlich ein Weichschnabel mit einer Riesenschale voller Pommes in seiner Hand. Und die beiden wollen sich davon ein paar ergattern. Und dabei geraten sie in solche Schwierigkeiten und haben keine Ahnung, dass von da an ein Riesenabenteuer auf sie wartet.